Yo, peace Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Commentary. Hier mal ein Game, wo ich als Schabalanke, als hätte ich Spiel gegen einen Poseidon. Und ich hatte richtig Schwierigkeiten am Anfang. Das heißt, mein Team musste mir auf jeden Fall helfen. Und hier schauen wir mal, was ich falsch gemacht habe, warum ich behind gekommen bin und was ich danach gemacht habe, als ich behind war, um nicht noch mehr zurückzufallen. Weil es gibt ja immer Situationen, es gibt immer jemanden, der besser ist als ihr. Und es gibt ja immer Lanes, wo ihr mal einfach outpressured werdet. Also das heißt, der Gegner tut euch immer in den Tower pushen. Und was ihr da halt macht, in den Situationen, weil die gibt es ja öfter mal in jedem. In jedem Game kann das mal passieren, dass ihr outpressured werdet, weil der Gegner besser ist. So. Ich kaufe mir hier Transcendence als Schablanke. Wegen Power, Mana. Ihr könnt auch ruhig Hunter's Blessing als Start-Item und dann Trans 1 kaufen. Völlig okay. Ich mach's nicht, weil ich nicht mag. Ich kaufe gerne Trans 2 direkt. Ja. So. Hier klären wir Purple. Können wir vorspulen. Das war zu viel. So. Hier die Wave. Horus und Poseidon haben auf jeden Fall mehr Lane Clear, also besseren Lane Clear als einen Ganesha und Schabalanke. Poseidon hat mit seiner 1 die Wave nach hinten gepusht, das heißt, wir müssten weiter hinten kämpfen und allgemein Lane Clear war einfach besser als wir. Das heißt, hier einfach ein bisschen backen, die Wave clearen, einfach versuchen, die Wave nicht in den Tower pushen zu lassen, weil wenn ihr die Wave in den Tower pusht und der Tower trifft die, dann kriegt ihr weniger Gold. Ja. Hier ein bisschen den Poseidon poken. Bisschen die Wave wieder clearen. Einfach zurückfallen lassen. Hier hat sich der Ganesha leider mit von Poseidon seine 3 fressen lassen und frisst hier Damage. Ich versuche ein bisschen vor ihn zu gehen jetzt, um ihn weniger Damage fressen zu lassen, falls sie noch mehr Auto-Attacks machen. Ja, passiert. Nicht schlimm, er ist Hauptsache er ist nicht gestorben. Genau. Hier sehen wir, Poseidon ist gerade bei den Oracles mit Horus, das heißt, wir können hier gemütlich die Wave pushen. Rotieren brauchen wir nicht, weil wir haben sowieso keinen Pressure auf der Lane. Also ihr braucht da nicht nur rotieren, weil ein Kampf ist da gerade auch nicht wirklich entstanden. Hätten die da jetzt gekämpft, dann wären wir auf jeden Fall dann rotiert. Aber die haben da jetzt ja auch nicht wirklich gekämpft, die sind direkt zurückgegangen. Das heißt, Wave clearen, in den Jungle, Harpy machen. So viel Farm wie es geht, einfach holen. So, jetzt wieder auf der Wave. Ein paar Auto-Attacks auf die Wave. Die clearen die Wave schneller als wir, sowieso. Also einfach zurückfallen lassen. Hier kommt meine Arachne und gankt. Richtig nice eigentlich. Hier versuchen wir da dem Horus genug Schaden zu machen, um ihn zu killen, aber konnten wir nicht. Shell ist down und er hat sich auch ein bisschen geheilt. Ich bin hier gedashed, was zu 100% ein Fehler war. Ich hätte ihn auf jeden Fall nicht kriegen können. Ich weiß nicht, wieso ich gedashed bin, weil wenn euer Jungler euch gankt, dann ist der andere Jungler auf jeden Fall auch schon unterwegs. Meistens. Also hätte ich nicht dashen dürfen. Ich hätte davon ausgehen sollen, okay, der andere Jungler kommt ja auch gleich. Also, ja. Hätte ich hier meinen Dash gehabt, wäre ich vielleicht entkommen. Bin ich nicht. Also, der erste Fehler von mir, warum ich behind bin. Ich konnte mir nicht wirklich was kaufen. Ich hätte mir Boots 1 kaufen können, aber ja, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich wahrscheinlich schnell auf die Lane wollte. Aber Boots 1 hätten mir auch nicht wirklich viel gebracht. 6% Movement Speed, deswegen nicht schlimm. Aber ihr seht, beschissen gestorben eigentlich, weil ich konnte mir nichts kaufen und musste so wieder zurück auf die Lane. Ist immer ein beschissenes Gefühl sowieso. Ja. Hier kommen wir zurück auf die Wave. Ich bin hier zu... ich finde auch, ich bin hier zu sorglos. Weil ich habe keine Wards hier und ich weiß nicht, wo der Poseidon ist. Man sollte hier auf jeden Fall etwas vorsichtiger spielen. Ich sollte auch meine Ward nutzen, die ich hier habe. Mache ich hoffentlich jetzt, okay, wenigstens. Ja, weil ich jetzt muss ich aufpassen, dass ich einfach nicht nochmal sterbe. Ja. Wir clearen die Wave. Der Poseidon ist nicht da aktuell. Wir haben da Wards, das heißt, wenn er kommt, sehen wir ihn. Das heißt, wir können schnell die Wave clearen. Das ausnutzen, dass er nicht da ist. Da kommt er jetzt, das heißt, wieder backen. Weil an Damage machen wir immer noch nicht so viel wie ein Poseidon. Und meine Ganesha ist da, mein Ganesha ist gebackt. Horus und Poseidon sind noch da. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen backen, ein bisschen chillen. Nicht zu weit rausgehen. Vor allem ist der Poseidon hier Level 5 geworden. Ich bin Level 4 mit sehr wenig XP. Ja. Komplett dumm von mir, was ich hier gemacht habe. Das können wir uns nochmal kurz anschauen. Und zwar, ich sehe, der Poseidon ist Level 5, ich bin Level 4.
So. Er kommt direkt auf mich zu. Was macht wohl ein Poseidon, wenn er direkt auf dich zukommt, wenn er gerade Level 5 geworden ist? Er ultet dir die Fresse weg. Was mache ich? Ich hätte hier auf jeden Fall einfach wegdashen. Einfach direkt wegdashen. Weil die Wave war geklärt. Wieso zeige ich mit dem Finger? Ihr seht es gar nicht. Die Wave ist geklärt. Das heißt, die Wave kommt gleich zu mir. Also einfach in den Tower dashen und die Wave klären. Mache ich nicht. Erster Fehler. So, ich habe einen Whirlpool unter mir. Das heißt, ich kann nicht wegdashen. Ich habe eine Ulti, die gerade kommt. Digga, Poseidon Ulti macht Damage. Ich müsste hier beatzen und wegdashen. Mache ich nicht, wieso auch immer, ich Idiot. Also komplett mein Fehler. Ja, nächster Fehler, warum ich wieder keinen Pressure hatte auf der Lane. So, ein Glück tut der Horus hier irgendwie overextenden, wieso auch immer. Dann kommt die Arachne und killt ihn, also richtig nice. Gute Rotation von der Arachne. Ich weiß nicht, was der Horus da gemacht hat. Ja. Wir können hier noch ein bisschen auf der Lane bleiben. Thor hat mich gerade geultet, aber hat nicht getroffen. Glück für mich. Hat auch sein komplettes Kit eingesetzt, wieso auch immer, obwohl die Arachne da war, habe ich auch nicht kapiert. Ja. Also auch die Gegner haben zum Glück auch noch Fehler gemacht. Gut für mich, habe noch einen Assist bekommen. Und ein bisschen Gold. Kann jetzt die Wave clearen, weil der Poseidon noch nichts machen kann. Also Ehre. Genau. Aber auf jeden Fall, ich hätte da einfach wegdashen sollen. Leute, wenn Poseidon Level 5 wird und der kommt direkt auf euch zu, dann wisst ihr, okay, der Bruder will eskalieren. So. Wir backen, machen Purple. Also einfach jeden Farm holen, den es geht, Leute. Wieder die Wave machen. Der Poseidon ist hier alleine. Also hier ist ja auch nichts Besonderes passiert. Der Poseidon war alleine, wir könnten locker die Wave clearen. Hier backen wir jetzt. Ich hole mir gerne direkt Boots. Attack Speed als ADC sowieso. Trance habe ich mir jetzt nicht geholt. Ich hätte mir holen können. 1400 kostet Trance. Aber ich hole mir lieber gerne Boots. Movement Speed und Attack Speed sind mir gerade lieber. Ehrlich gesagt gegen den Poseidon sowieso. So. Der Poseidon, den sehen wir hier gerade an der Ward, dass er da gammelt. Also müssen wir hier aufpassen. Aber mache ich nicht, weil das ist schon wieder der nächste Fehler, Leute. Ihr werdet es gleich sehen. Ich clear die Wave. Zum Glück, ich krieg das meiste von der Wave. So, ich habe keine Beats. Hier kommt ein Poseidon, macht 3 Ulti 1, ich bin tot. Nächster Fehler von mir, schon wieder. Guck mal. Weiß nicht, wieso ich da so gespielt habe. Wir sehen hier an der Ward ist ein Poseidon. Er läuft weiter hier rein. Das heißt, er ist immer noch hier, weil er ist nicht zurückgelaufen. Wäre er zurückgelaufen, hätte ihn Ganache irgendwo gesehen oder die Ward hier. Das heißt, er ist immer noch da. Was macht er natürlich? Er kommt raus, holt mich weg, weil ich so dumm bin und rauslaufe und ich habe keine Beast, also kann ich absolut nichts machen. Ja. Falsch von mir wieder. Zweimal gestorben, fatal. Fatal auf jeden Fall, gegen einen Poseidon. So, jetzt gehen wir zurück auf die Wave, clearen den HP, clearen die Wave. Ich habe da zwei Wards, deswegen kann ich beruhigt die Wave clearen. Ich sehe ja, wenn er kommt. Außer der ist irgendwo hier, Alter. genau, wir clearen die Wave und wir backen, Leute. Wir können gegen den Poseidon aktuell nicht kämpfen. Wir haben auch nicht viel Mana, das heißt, kein Risiko eingehen, einfach backen, euren Purple machen. Genau, an den Wards sehe ich auch hier, dass er gerade zu mir kommt. Ja, da macht er gerade seine 3 drauf scheißen, einfach backen. Ihr könnt nicht gegen ihn kämpfen, vor allem habe ich gerade fast Hälfte Leben und kaum Mana. So. Was ich hier mache ist, ich wollte gucken, ob er die Wave pusht. Vielleicht denkt er, ich bin gebackt, aber macht er nicht. Was haben wir hier für eine Wahl, Leute? Wir haben Hälfte Leben knapp. Und kaum Mana. Er ist Level 9. Hat wahrscheinlich wieder Ulti schon. Volles Leben, volles Mana. Wenn ich hier rausgehe, weil er ja, er macht ja Last Hits. Last Hits bedeutet, für die, die es nicht wissen, wenn ihr, er lässt die Wave hierher kommen, meine Wave und seine Wave, lässt die sich gegenseitig angreifen und macht dann immer, kurz bevor ein Minion stirbt, macht er dann einen Hit, dass er maximales Gold kriegt. Und sorgt er halt dafür, dass beide Waves immer hier in der Mitte sind. Das heißt, ich muss eigentlich rauslaufen, wenn ich Gold davon kriegen will. Weil wenn ich zu weit entfernt bin von Minions, kriege ich kein Gold und kein XP.
Also er will jetzt dafür sorgen, dass ich so wenig wie möglich kriege. In der Situation kann ich absolut nichts dagegen machen. Das heißt, ich muss backen. Ich muss backen, Leute. Das ist so die einzige Entscheidung, die ich hier treffen konnte. Das Gute war, dass er immer noch Last jetzt macht. Das heißt, ich konnte mir Trans holen und wieder zurücklaufen. Er hat hier jetzt komplett die Wave gepusht, weil er wahrscheinlich auch backen wollte. Aber dadurch, dass er ganz Last gemacht hat, habe ich zwar eine Wave verloren, aber ich konnte mir jetzt Trans kaufen und wieder zurückkommen und wenigstens hier was von der Wave kriegen. Also war es jetzt nicht ultra schlimm, aber ja. Ich musste backen, Leute. So ist. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich habe hier jetzt geultet für mein Team, weil die gerade gegen den Tor kämpfen. Ich habe mir auch zwei Wards geholt, damit ich meine Wayne warden kann. Ja. Ich bin hier einfach gerade schlecht auf der Lane. Das heißt, ich muss auf jeden Fall warden, Leute. Kauft als ADC Wards. Nicht auf euer Team warten, dass sie Wards kaufen. Hier gankt meine Arachne den Poseidon. Richtig nice von ihr. Dadurch kriegen wir eine komplette Wave für uns alleine. Er kriegt eine Wave schon mal weniger, weil der Tower gerade die Wave killt. Und wir kriegen noch den Tower, weil wir hier alleine sind. Ja. Natürlich funktioniert sowas nicht, wenn euer Team auch gerade die Lanes verliert, Leute. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wird nichts. Aber ihr helft auf jeden Fall eurem Team, indem ihr dann, wenn ihr zweimal sterbt oder so und ihr wisst, der Gegner, ihr könnt gerade nicht gegen ihn kämpfen, 1 gegen 1, dann chillt einfach ein bisschen, weil ihr tut eurem Team keinen Gefallen, wenn ihr den gegnerischen ADC zu Tode feedet. Ja. So, hier holen wir uns die Wave. Mal, der Poseidon ist in der Midlane, ich kann nichts machen. Ich muss farmen. Hier gehen wir wieder zurück auf die Wave. Holen wir uns ein bisschen Farm. Warden hier einmal an der Gold Fury und hier. Da ist der Poseidon gerade. Jetzt kann ich ein bisschen gegen ihn kämpfen, Leute. Ich habe mir Atalantas 2 geholt. Goldtechnisch sind wir auch hier, glaube ich, gleich gewesen. Und wir sind auch gleiches Level, das heißt, wir können hier kämpfen. So, hier kommt aber leider der Horus zu mir. Er wollte mich hier knock haben, ich habe gebeatzt und wieder weg. Ja, komplett richtig, was ich gemacht habe. Ich brauche hier nicht kämpfen, weil der Poseidon hat dann noch wahrscheinlich Ulti und dann hätte er mich wieder weg ulten können. Wäre nicht gut gewesen, wenn ich hier nochmal gestorben wäre. So. Hier wurden die Gegner zurückgedrängt, das heißt, ich kann hier ein bisschen pushen. Ja, was ich hier nicht erwartet habe, dass der Poseidon noch da ist, ehrlich gesagt. Da hat er mich geultet und gekillt, hätte ich nichts machen können. Ich hätte vielleicht wegdashen können, aber ich glaube, ich wäre trotzdem gestorben. Ja. Während mein Team die Gegner auswiped, können wir ja kurz über Atalantas Bow reden, was ich mir hier als nächstes holen werde. Das gibt euch Attack Speed, Penetration und ihr wisst ja, wenn ihr Auto-Attacks macht, also Basic-Attacks und lauft gleichzeitig, dann läuft ihr langsamer, wie wenn ihr einfach ganz normal lauft, ohne Auto-Attacks zu machen. Atalantas Bow sorgt dafür, wenn ihr einen Kill kriegt, dass ihr nicht so langsam läuft, während ihr Auto-Attacks macht einfach. Also so wie Hasten Katana ungefähr vom Effekt her. So. Hier konnte mein Team auf jeden Fall 3 Leute nochmal killen. Richtig nice. Der Zeus pusht hier rechts, deshalb gehe ich ja hier nach rechts und defende kurz die Wave. Sonst passiert hier nichts Besonderes. Genau. Wir gehen hier zurück auf die Lane. Ihr seht, ich bin ein Level behind. Goldtechnisch ist auch nicht so krass Unterschied. Ich glaube 300, 400 oder so, aber nicht so schlimm. Hier pusht er die Wave. Und kommt da wieder, zum Glück hatte ich da eine Ward, hab ihn da gesehen. Der dachte wahrscheinlich, ich habe ihn nicht gesehen, da will er mich ganken. Tankt den Tower, wie auch immer. Meine Arachne war da, er wäre auf jeden Fall, ja, er ist tot. Ich glaube aber auch alleine hätte ich ihn vielleicht gekillt, weil er hat den Tower getankt. Das heißt, ja, gut für mich, Fehler von Poseidon, meinerseits, finde ich. Ja. Das war's, Leute, eigentlich mit dem Video. Ab hier gibt's nur noch Teamfights und dann irgendwann gewinnen wir das Game. Aber bis hierhin habe ich ein paar Fehler gemacht. Dann habe ich einfach geschaut, dass ich nicht so viel kämpfe und einfach so viel Farm wie möglich hole. Und mein Team hat mir noch geholfen, zurückzukommen. Das war's eigentlich. So, was ihr aus dem Video einfach lernen sollt, dass wenn ihr ein paar Mal sterbt auf der Lane, als ADC, dass ihr
nicht zu viel mit dem gegnerischen ADC kämpft, weil er wird auf jeden Fall ein paar Level höher auf wie ihr sein, und wenn ihr auf dem gleichen Level ist, dann wird er euch killen und dann werdet ihr öfter sterben und dann werdet ihr weniger Waves kriegen, ihr verliert euren Tower. So, ihr tut eurem Team, meinem Team hätte ich jetzt zum Beispiel keinen Gefallen getan, dass ich gerade gegen eigentlich 5 Leute gut spielt, weil ich ja gerade nicht viel machen kann. Hätte ich jetzt den Gegner schon, wäre ich immer rausgegangen und wäre dumm gestorben und hätte den Poseidon gefeedet, dann hätte mein Team vielleicht doch nichts mehr machen können. So, ihr tut eurem Team da keinen Gefallen, deswegen bleibt behind, dann seid ihr von mir aus ein paar Level behind. Besser als den Gegner einfach zu Tode zu feeden. Yo. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergebracht. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Jo, ansonsten Peace, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.